Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Heute gehen wir zu den Jörisee fischen. Wenn ihr sehen wollt, wie es Anfänger machen, dann müsst ihr den Film schauen. Lohnt sich. Hey Thomas, den Nebel, den haben wir aber nicht bestellt. Nein, der verzieht sich hoffentlich. Was machen wir? Gehen wir blasen, dann schauen wir, was passiert. Okay. Da muss er aber kräftig blasen. Und doch ist es relativ schnell freundlich geworden, aber nur für kurze Zeit. So dicker Nebel in einer Grölllandschaft ist einerseits etwas sehr Eindrückliches, aber auch ein bisschen unheimlich. Der Thomas hingegen macht die Steillandschaft richtig kreativ. Hey. Bis wir auf dem Grat sind, überwinden wir 600 Höhenmeter. Der letzte Aufstieg ist recht steil. Da braucht es auch mal beide Hände zum Abstützen. Hier oben angekommen zeigt sich uns eine fantastische Mondlandschaft mit den ersten Seen. Hier oben wächst fast nichts mehr. Für die Distel hingegen ist das Klima genau richtig. Stolz und fast ein bisschen eigenwillig betet sie sich in die Landschaft ein, umgeben von Gletscherwasser, wo sich der Weg ins Jürital absucht. Die vielen Steine machen übrigens nicht nur den Thomas kreativ. Bald kützelt es auch mich in den Finger. Thomas, unglaublich. Jeder Wanderer, der hier vorbeigeht, legt einen Stein drauf. Und du leihst jetzt den 502. würde ich schätzen. Der 504. hast du dir erzählt? 504. Also geschätzte Zählung. Geschätzt, aber wir können gerne zählen. Du musst einfach bis morgen Abend da bleiben. So lange geht es sicher. Klar, wenn wir schon mal da oben sind, wollen wir natürlich auch einen ausgesuchten Stein aufs immer grösser werdende Biegeli legen und ein Zeichen setzen. Man weiss ja nie, wenn man das nächste Mal hier raufkommt. Und plötzlich sticht in dieser kargen Landschaft ein türkisblauer Punkt raus. Es ist der erste Jörisee von insgesamt 5 und gleichzeitig der schönste. Offenbar weiss man den Luxus auch unter den Kühen zu schätzen. Da oben wird das Kuhleben noch richtig genossen. Am liebsten gestreckt auf allen Vieren. Währenddessen wärmen sich die Früchte Rücken und schauen zu. Am anderen Ende hoffen zwei Hobbyfischer auf ihr Glück. Hier oben gibt es amerikanische Seesaibling und Bachforellen. Der Pascal ist hier oben öfters zusammen mit seinem Freund Andres und es geht nicht lang, bis etwas an seiner Angel zappelt, dann aber auch gerade wieder freigelassen wird. Jetzt habe ich noch einen. Das Fischen allein ist es auch nicht, was die beiden hier aufziehen. Auch die Farbenpracht dieser Seen fasziniert sie. Pascal, wir haben 5 Seen hier oben mit 5 verschiedenen Farben. Milchglas, Türkis, Dunkelblau, Hellblau, alles Mögliche. Woher kommt das? Also es kommt vom Gletscher, vom Jüri-Gletscher. Das Wasser läuft durch die Steine, nimmt den Dreck mit und abschleift und dann tut es dementsprechend die Seen färben. Man muss sagen, dass die verschiedenen Jahreszeiten dann auch die Seen widerspiegeln. Also die haben dann auch andere Farben. Jetzt könnt ihr hier oben fischen. Andres, warum lohnt sich das für euch? Ja, erstens ist, wenn man da hinten schaut, vor Umgebung, einmalige Umgebung. Und dann ist es zum Teil fast leichter auch zum etwas fahren, aber das ist auch der Verdienst, wenn man da 2,5 Stunden aufläuft. Das erste Mal ein Angel in der Hand und prompt geht es schief. Das ist das erste Mal. Ja. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wird nichts mehr heute, aber es warten noch genug andere Abenteuer auf uns. Zum Beispiel die Wohlblumenpracht. Schaut man sich so eine näher an, erinnert sie einem fast an eine Haarperücke. Wie echtes Haar sieht das aus. Ich geniesse einen letzten Blick auf die Jörisee von einem milchgrünen Gletscherwasser über ein beeindruckendes Tiefblau.
Auf uns wartet noch ein richtig steiler Aufstieg mit einer Seilpassage. Für mich ist das Premiere und ich hoffe heimlich, dass ich das schaffe. Aber zuerst überrascht mich der Thomas noch mit einer ungeplanten Show-Einlage. Irgendwie haben die Kühe heimlich ein Herz geschlossen. Wie wenn er der Alphirt wäre, laufen sie ihm alle hinterher. Thomas, machst du da den Alpaufzug? Ja, oder was? Ein heimliches Kilo Heu im Rucksack. Und sogar andere Wanderer wundern sich. Ja, ich würde meinen, das sind jetzt die Alpabfahrt. Ich glaube ja, auch, ja. Nein. Hey, ich bin wieder heil. Da geht es dann irgendwann drauf. Ich bin froh, wenn ich rechts abbiegen und die ersten Steinbrücken komme. Da endet dann auch das Abenteuer dieser Kühe. Kaum ausgeschnuffert geht der Puls gerade noch mal auf. Jetzt kommt nämlich die Seilpassage. Da muss ich jetzt durch. Der Thomas macht es einmal vor. Ich hinten rein. Augen zu und durch. Konzentriert und Schritt für Schritt schaffe ich es auf. Eigentlich gar nicht so schlimm. Nur umdrehen und runterschauen ist jetzt nicht so lässig. Thomas, ich merke im Fall schon, dass ich die Städterin bin. Es ist mir jetzt gerade ein bisschen geschmauchen worden, da den Hogen darauf am Seil. Ist jetzt gerade ein bisschen leid, gebe ich zu. Hast du mir ein Seil geleitet? Hast du ein Seil gehabt, um dich zu heben? Wenigstens, ja. Und du hast mich motiviert. Also man kann das schaffen mit viel Konzentration. Das braucht es. Ja. Ist man einmal oben, wird man einmal mit einem prächtigen Ausblick belohnt und alles, was nachher kommt, ist ein Genuss. So eine Steillandschaft hat auch etwas Beruhigendes, denke ich. Und dem Thomas geht es ganz ähnlich. Von Weitem hört man schon die ersten Töpfe auf der Flüelenpassstrasse und langsam zieht es auch wieder zu. Die ersten Wolken tauchen auf. Wir spüren unsere Beine und freuen uns, dass wir am Ziel sind.